24 Fragen, 24 Tage. Meine heutige Frage lautet, Ingo, wir veranstalten ja seit kurzem Swift-Events und was braucht man denn eigentlich dafür? Ja, im Grunde braucht man auf jeden Fall einen Powermeter. Das ist so ein bisschen das Minimale. Man kann auch irgendein Spinningbike nehmen oder man schnallt sein Rennrad auf eine Rolle, die nicht smart ist. Und dann übernimmt der Powermeter die Wattzahlen und dann kann Swift sehen, aha, so und so schnell, mit so und so viel Kraft fährt er den Berg hoch. Weil das Tolle an Swift ist, man kann natürlich Indoor-Training auch ohne Swift machen, aber an Swift ist, ja, man fährt durch eine virtuelle Welt und wenn der Berg hoch und Berg runter fährt, dann wird das alles sehr realitätsnah simuliert. Richtig Spaß macht es eigentlich erst mit einem Smart-Trainer. Das geht, glaube ich, im günstigsten Fall bei 250, 300 Euro los. Mhm. Und dann geht's berghoch, der Smart-Trainer bremst hinten und ich muss schalten, damit ich da hochkomme oder halt entsprechend den schweren Gang treten. Kennst du auch, berghoch geht schwerer, ja. Bergab geht leichter. Und das wird halt wirklich sehr realitätsnah simuliert. Das heißt, das ist so das Minimum. Das aller Minimum-mäßigste ist tatsächlich ein Geschwindigkeitssensor am Fahrrad, mit dem man auch in Swift fahren kann, der einfach die Geschwindigkeit einer Rolle hinten annimmt. Aber da braucht man hinten auch schon auch eine Rolle, die kann dann dumm sein. Die geht über einen Geschwindigkeitssensor. Aber eigentlich ist so, dass ja, ab Powermeter macht es erst richtig Spaß. Mhm, super, vielen Dank. Was hast du mir denn heute mitgebracht? Ja, ich habe hier vier wunderschöne Bäume mitgebracht, die wir jetzt hier auch irgendwo noch hinstellen müssen. Die können wir ja hier zustellen. Die passen zu diesem kleinen Wald. Eine Tannenbaumfamilie. Bis morgen. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.